Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, wie auch immer, aus dem relativ kühlen Alanya. Aktuell haben wir im Schatten draußen 14 Grad, etwas mehr als Sie vorausgesagt haben. Es ist leicht windig, aber ich habe meinen Heizstrahler an. Ja, und gönn mir ein wenig Wärme. Es gibt heute ein ganz einfaches, günstiges und billiges Essen. Ich habe ein paar Nudeln da. Ein wenig Wurstgulasch dazu. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus, egal. Und ein Tropfen Maggi mit rein, fertig. Ihh, aber das ist ja gar nicht gesund. Es muss auch nicht mal gesund sein. Es muss schmecken, Leute. Es soll schmecken. So, ich würde mich gleich mit dem Arsch auf den Roller hocken und dann fahre ich zu meinem Friseur. Was ich euch aber noch zeigen wollte, ist meine aktuelle Stromrechnung. Ich muss aber auch hier wieder fairerweise sagen, ich war ja mehrere Wochen, Tage nicht zu Hause. So, und jetzt habe ich hier eine Stromrechnung von. Ui, ja, sieht aber gut aus. Tamam. Ja, jetzt muss er sich wahrscheinlich auf zu viel konzentrieren. Aber hier oben seht ihr es. Da. 102 türkische Lira an Strom und Wasser 5,41. Ja, wie gesagt, fairerweise muss ich sagen, ich war mehrere Tage nicht zu Hause. Ihr wisst es ja, ich war auch in Deutschland und hin und her. Ja, aber trotzdem, mit dieser Stromrechnung komme ich sehr gut klar. Und man kann sparsam leben, wenn man möchte. Ja, ich zeige euch das immer wieder. Ich sage euch das immer wieder. Ich rauche nicht mehr. Ich trinke gelegentlich mal ein, aber das hat jetzt seit Wochen auch schon nachgelassen, Leute. Boah, ich mag keinen Alkohol mehr. Ich bin einfach. Ja, ich weiß nicht. Seit meinem letzten Livestream mit der Eskalation und kurz danach nochmal ein. Bin ich komplett weg vom Alkohol, komplett. Ja, ansonsten schauen wir mal, ich werde jetzt weiter aufessen. Und wie gesagt, man kann richtig günstig leben, wenn man es möchte. Man muss es aber auch wollen. Ja, also von daher passt das schon. Ja, boah, so, ich esse erstmal weiter. Guck mal mit dem Fernsehen, wie gesagt, dann geht's ab zum Friseur. Ja, und was ich eigentlich nochmal sagen wollte, ist danke, Pia, für deine Hilfe. Sie hatte ja mit Tatil Sepeti telefoniert, weil ich da meine Flüge gebucht hatte nach Deutschland und wieder zurück in die Türkei. Geld wurde abgebucht. Ich habe auch meine Tickets gekriegt, aber die haben meine Flüge nicht bestätigt. Das heißt, ich stand beim SunExpress am Schalter, ja, und ich habe mein Ticket gezeigt, beziehungsweise erst mein Ausweis, ist ja ticketloses Fliegen. Dann haben sie gesagt, nee, da liegt keine Reservation vor. Dann habe ich nochmal das E-Ticket gezeigt, was ich von Tatil Sepeti gekriegt habe. Haben sie dann auch nicht akzeptiert. Dann musste ich direkt an SunExpress-Schalter und habe ja dann ein Ticket gekauft. Hinflug nach Deutschland 100 Euro, Rückflug 139. Ja. Und wie gesagt, abgezogen hatten sie mir 2.800 für Hin- und Rückflug, türkische Lira natürlich. Ja, und wie gesagt, Pia hat dann angerufen und hat gesagt, das geht so nicht. Da sind Fehler unterlaufen und hin und her. Die haben dann nochmal nachgeguckt in dem System. Das Ganze hat 10 Minuten gedauert. Dann haben die gesagt, okay, wir haben gar keinen Bock, großartig hier um den heißen Brei rumzureden. Soll einfach, wir schicken jetzt per E-Mail praktisch eine Rechnung mit dem Rückzahlungsbetrag. Soll er unterschreiben, Datum drauf. Und dann bekommt er sein Geld kurz und schmerzlos wieder. Ja, was soll ich sagen? Ich habe das Ding eben gerade ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt, zurückgeschickt. Ja, und schon eine E-Mail bekommen. Wirklich keine 3 Minuten später kam die E-Mail, dass das Geld auf dem Weg auf mein Konto findet. Ja, einerseits war ich natürlich ein bisschen genervt, ja, weil wenn man da am Schalter steht und man steht in der Schlange schon ein paar Minuten, ihr kennt das selbst, und man möchte dann fliegen, ja, oder zumindest einchecken und das geht nicht. Ja, an dem Tag war ich natürlich genervt, im Rückflug genauso. Aber umso schöner ist die Situation jetzt, dass ich mein Geld anstandslos einfach wiederkriege. Ja, oder wieder bekomme. Und das ist einfach auch mal Danke. Man darf ja nicht immer nur schimpfen, man muss ja auch mal Danke sagen. Ja? Und da sage ich jetzt auch einfach mal Danke an Tatil Sepeti, dass das wirklich so einwandfrei jetzt geklappt hat und ich mein Geld wirklich total unkompliziert wiederkriege. Jetzt werde ich Party machen davon. Nein, werde ich natürlich nicht. Ich werde jetzt, wie gesagt, meine Autoreparaturen und so weiter haben genug gekostet. Ja? Und das ist praktisch das Geld, was ich da reingesteckt habe. Und ich habe sogar noch ein bisschen. Plus hätte ich beinahe gesagt. Andersrum habe ich jetzt für die Flüge nach Deutschland, ja, wie gesagt, 100 Euro wären auch 1600 Lira gewesen. Und 140 zurück
Wenn man sich das ausrechnet, sind auch bestimmt nochmal 2000 Lira. Ich will jetzt nicht auf den Cent genau oder auf den Kurs genau ausrechnen. Na. Habe ich da natürlich ein bisschen Minus gemacht, ja, weil Flüge, wenn man die in der Türkei bucht, sind immer noch etwas günstiger, weil viele Steuern einfach drauf wegfallen. Tamam. So, jetzt wisst ihr aber auch da Bescheid. Und wie gesagt, wenn es hier Probleme gibt und man eine Person hat, der man vertrauen kann, einfach das Telefon in die Hand drücken, anrufen lassen und schon läuft das Ganze. Endlich Murmel abgedreht. Endlich alles wieder schön. Man fühlt sich wieder frei auf der Rübe. Passt schon alles. Ja, ich mache mir hier gerade ein Sandwich. Käse mit ein bisschen Wurst. Vielen Dank an den lieben Erjan mit seiner Mutter und deren Bekannten, die ich gerade noch beim Erkan getroffen habe, beim Friseur. Abonnenten von mir, die mich zum Essen eingeladen haben. Herzlichen Dank dafür, wirklich. Da war schön, euch kennengelernt zu haben. Nummern haben wir getauscht. Und wenn ihr Bock habt, wie gesagt, wir bleiben gerne in Kontakt und gerne in Verbindung. Sehr nette Leute. Ich bin immer froh, wenn ich nette Leute habe, die mich kennen. Ich bin immer froh, wenn ich nette Leute habe, die mich kennenlernen wollen. Ja, und mit denen man auch ein geiles Gespräch führen kann. Es ist wirklich faszinierend, wie einfach das hier in der Türkei ist, sowas haben zu können. Ich bin echt begeistert. Dann war ich eben beim Einkaufen nochmal schnell. Hab mir noch ein bisschen Brot geholt. Ich mache mir gerade ein Sandwich. Und tatsächlich, die Schilder draußen sind ab. Zutritt nur mit Maske. Also ich habe zumindest eben keins gesehen bei unserem BIM hier vor der Tür. Ja, also tatsächlich, die Schilder sind ab. Es ist so, man kann ohne reingehen. Man wird auch nicht angesprochen, war ja vorher schon so. Aber man kann einkaufen gehen, ohne dass an die Leute, ja, angucken, anmeckern oder wie auch immer. Also, ich liebe dieses Land, Walla. So. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Also, von daher würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es ist Freitag. Ich werde mal schauen, ob ich morgen den Stream vom Bowling mache oder vom Essen oder vielleicht auch gar nicht. Wer weiß, Leute, was passiert. Ja. Ich habe ja so mitgekriegt, dass einige auch hinter meinem Rücken reden, was mir komplett am Poppes vorbeigeht. Denn wenn die Leute über dich reden, hast du alles richtig gemacht. Ja, wie gesagt, mir ist das Latte, wer was über mich denkt oder was von mir hält oder sonst was. Es ist. Miep, miep, miep. Stufe 1 fertig. Also, mein Käse-Pillage-Salam-Sandwich ist gleich fertig. Ein kleiner Snack noch abends zum Fernsehen. Ich gucke eh nur YouTube, ich gucke keine normalen Fernsehsender mehr, weil mir das alles auf den Sack geht, diese Propaganda, was da läuft. Ja, wir haben es kalt. Etwas knapp unter 9 Grad oder 9 Grad gerade. Heizlüfter laufen volle Pulle. Bei den Strompreisen kann ich mir das erlauben. Jetzt bin ich mal ein bisschen arrogant. Sag mal, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst ein Abo da, ein Like, einen Kommentar, wie auch immer. Ja, es kommen auch wieder schönere Tage und dann hoffentlich auch mal wieder vom Strand.